Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raden, in Kapitel 4. Ja, na, wir kümmern uns doch um die Drachen, habe ich mich jetzt doch so entschieden für. Warum? Weshalb? Deswegen? Naja, das, was ich auf dem Schirm hatte, mit dem Angas Amulett, ist doch noch ein bisschen zu früh für. Hört sich blöd an, ich weiß. Ist es aber nicht. Sumpfkraut, Feldknöterich, Unkraut. Nein, ich suche gerade ein anderes Kraut, weil ich zwischendurch mal gekauft hatte. Nein. Eigentlich hatte ich davon nur eins. Ach, da oben, glaube ich, ne? Goblinbeeren, ja. Die drei Stück klopp ich mir jetzt so rein. Nicht, dass es viel ausmacht, aber dann habe ich sie weg und komme nicht in irgendwelche blöden Verlockungen. Windigkeit, Seelenruf, Erzhaut, Kraft, Auge, Innos, matt und ohne Glanz. Da müssen wir was gegen tun. Mir fällt nur ein Alchemietisch ein, auf dem wir Zugriff haben, ohne in die alte Welt zurück zu müssen. Oder alte neue Welt aus Gothic 1 Spielersicht. Oh, Chemietisch. Das Auge Innos pulsiert voller Energie. Spezielle Tränke brauen. Geistveränderung, Elixier des Geistes. Ist das das Richtige? Ich gucke jetzt extra nochmal nach. Ihr könnt mich für bescheuert halten, dass ich das nachgucke. Reines Mana, ist mir egal. Elixier des Geistes, Essenz des Geistes. Elixier des Geistes ist nice, möchte ich haben. Damit haben wir aber längst nicht alle, die wir haben könnten. Was ist Geistveränderung? Egal, erstmal Elixier des Geistes. Geistveränderung. Schauen wir nochmal, ob ich sowas habe. Nö. Ach, Geist der Veränderung war von der Addon-Welt. Ich guck mal kurz in den Quests rein. Drachenjäger. Gorn. Cypher, Sumpfdrache, Tod. Große Held, ja. Ansgar, Silvio. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon Bescheid gesagt hatte. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber zu Garrond. Wird sich das jemals ändern? Garrond und seine Freunde. Hatte ich wegen dem Felsdrachen Bescheid gesagt oder nicht? Das ist jetzt schon wieder einige Parts her. Hallo Garrond. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das ist gut. Auric, warst du's? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Im Moment habe ich leider nichts für dich. Ja geil. Ich muss dann wirklich mal in der Questlog hier durchgucken. Der letzte Drache, der die Burg im Minental angegriffen hat, soll nach dem Angriff in der Nähe des Vulkans gesehen worden sein. What the fuck? In Gothic 1 gab es keinen Vulkan, aber er wird da südlich sein wahrscheinlich, oder? Brauchst du das nicht zu fragen. War mir klar, dass ich dich das nicht fragen muss. Ich versuche mein Glück. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo der Vulkan genau sitzen soll. Beim letzten Drachen weiß ich wenigstens, wo der sitzt. Da habe ich mir genug Let's Plays angeguckt und mir den Weg gemerkt. Dass der dritte Drache der Lava-Drache ist, das war mir bekannt. Jo.
ja, ich brauche die zweite Hand. Ihr wollt nicht wissen, womit die gerade belegt war. Wobei, ich kann es euch sagen, mit einer Zigarette. Ist das die richtige Richtung? Ja. Das heißt, wir sind da schon gewesen. Wo der Drache rumeiert. Also in der Ecke sind wir schon gewesen. Und da oben hockt momentan der Ork, der uns die Freundschaft gekündigt hat. Und auch wenn er uns die Freundschaft gekündigt hat, es hat uns trotzdem noch Erfahrungspunkte gegeben. Insofern alles gut. Und solange ihr jetzt nicht runtermarschiert kommt, finde ich das auch gut, weil ich weiß, da oben sind noch ein paar normale Orks. Und ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich hier runter mitnehmen kann. Da links oben war, ich glaube, da war ich schon. Und wenn nicht, habe ich jetzt Pech gehabt. Ich werde im schlimmsten Fall sowieso noch mal alles Mögliche abgrasen. Blitzschlag, Ork-Krieger sind in 3 Hits down. Und um einen Walk mache ich mir weniger in den Kopf. Da könnte ich sogar die Waffe für wechseln. Ja, ein Walk ist in 2 Hits down. Der hat keine Magieresistenz, offensichtlich. 14, 70, ja, 70 Mana sind das. Dann wäre ich jetzt schon auf 190 Mana, nur damit. Nice. Ja, ich sehe da oben den Ork. Mathe ist jetzt gerade nicht meine Stärke. 1, 2, 3, wenn du auf mich zukommst. Er ist nicht auf uns zugekommen, ist aber egal. Blitzschlag auf den Ork. Wir sind Magier, dann müssen wir das ausnutzen. Auch wenn das alles günstiger geht. Da ist noch ein Ork. Ochse, dreckige Ochse. Eins, zwei, drei. Ork ist weg. Ein Walk ist noch da. Ich habe so gar keinen Bock auf Nahkampf. Merkt ihr das? Okay. Aber so ganz vor dem Nahkampf drücken kann ich mich doch nicht. Wie viel hittet der? Ja, das geht. Da müsste ich die Waffe für gewechselt kriegen. Mit einer Einhandwaffe kommen wir bei einem Walk sehr gut vor zu Potte. Boah, hochheilen muss ich mich trotzdem wieder. Und ich voll Horst. Hab Mana gewastet. Egal. Das holen wir uns wieder. Wir haben etwas fast 100. Ja komm, ein Mana verschwendet. Passt schon. Da gehe ich jetzt aber nicht ins Overheal rein, weil ich von den Tränken deutlich weniger habe. Safe. Die First. Muss ich da oder den rechten Weg von den beiden? Den rechten Weg. Ah, nee. Doch. Nee. Da lang muss ich. Feuerwarane. Die müssten eigentlich auch Two-Hits sein. Ja. Das Problem ist, die machen auch mehr Schaden. Das heißt, ich laufe weg. Und fülle nochmal meinen Mana wieder auf. Ich könnte natürlich auch die 2, also 120 Mana haben. Und
könnte entsprechend ein bisschen mehr einsetzen, also einmal mehr den Blitzschlag. Ich sehe da nur ein Problem drin. Ich möchte gerne diese magische Schwelle nicht überschreiten. Also nicht über diese permanenten Boni, die magische Schwelle von 60. Wo das Hochskillen dann auf einmal wieder doppelt so teuer wird. Und mein Ziel ist es, mit den Lernpunkten 60 Mana zu knacken. So, dich kann ich so grillen. Und dann ist da nur noch einer. Sollte ich schnell genug sein? Ja, gut, ist aber zu teuer geworden. Ist aber jetzt auch egal. Nochmal 70, geht sich genau aus. Perfecto mito. Oder nehmen wir die Krallen mit? Keine Zunge? Das wird noch interessanter hier oben, ich weiß das. Bis jetzt vor jedem Drachen waren Echsenkrieger. Da ist nichts zu. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der Weg hoch zu dem Feuerdrachen ist oder ich irgendwo anders hätte abbiegen müssen. Das werden wir sehen. Na, Heilkraut nehmen wir mit. Wenn mir die Heiltränke ausgehen. Na, guck mal. Das sieht doch schon mal gut aus, Echsenmensch. Eins. Und zwei. Und Arschkarte. Ist auch dabei. Und tschüss. Ich hatte doch eigentlich bei der Felsenfestung im letzten Part gelernt, wie das besser geht. Eigentlich. Ja, ich habe gehört, dass ihr weggesteckt habt. Ich laufe trotzdem noch 5 Meter weiter und verstecke mich hinterm Baum. Das ist immer das Problem mit diesem eigentlich. Nicht Blitzschlag, Eisblock. Eisblock war der Way to go, wenn man Gegner einzeln schlagen möchte. Und dann nicht nur der Eisblock, sondern auch wieder Mana wasten, weil ich den Meisterdegen anziehe. So, dann hätte ich dich gerne zuerst anvisiert. Wow. Ja, komm ran. Passt trotzdem. Ich hoffe nur, dass das auch zeitlich... Nein, passt nicht zeitlich. Definitiv nicht. Eisblock. Block, Block. So, du bist der eine, du bist der... What? Brauche ich für den Eisblock echt 40 Mana? Dann gehe ich erst auf dich drauf. Weil du fortgeschrittener in der Zeit bist. Ach, da ist ein Feuer. Ein Golem. So, jetzt du. Wenn ich dich wegkritze, ist das gut. Hat gepasst. Nicht zu holen. Um den Feuergolem werde ich mich selbstverständlich auch noch kümmern. Aber jetzt gucke ich mich hier kurz ein bisschen um. Minimal. Keine Ahnung, ob ich hier auch safe wieder hochkomme. Ich hasse es. Solche Kleinigkeiten. Aber wenn ich was sehe, dann muss ich es einsammeln. Und sei es nur so ein blöder Trank. Und hier ist diese Treppe. Da ist noch ein Trank, den hätte ich auch fast übersehen. Wenn das jetzt irgendwelche Permatränke sind, ne? Und seien es nur 3 Mana oder so. 3 Mana, 3 Leben.
Wobei, Leben kann mir egal sein, das kann ich sowieso hochpushen bis zum sein Limmerleinstag, wenn ich Bock zu hab. Also das, den Lebenspool. Das Schlimme wird jetzt gleich der Feuer. Der feurige Freund da vorne sein. Da ist der feurige Freund. Ich habe keine Ahnung, wie ich den am besten besiege. Blitz könnte tatsächlich helfen. 3 Stück könnte ich davon abfeuern. Eins, zwei. Okay, jetzt ist jetzt schon Verschwendung. Ich hab's kapiert, mein Freund. Ich hab's doch kapiert. Dann verstehe ich mich jetzt hier so. Wechsle mal die Waffe. Und vielleicht klappt das genauso wie bei dem holzigen Freund. Dass der auch gegen stumpfe Gewalteinwirkung. Nö, nur Whiteheads. Das kann also jetzt ein bisschen dauern, weil ich keinen Bock habe, wieder wegzurennen. Und in die Feuerwarane da vorne möchte ich auch nicht reinrennen. Das dauert wirklich jetzt Ewigkeiten. Ich laufe doch weg. Der müsste weg sein. Hm. Probiere ich was anderes aus. Nicht Blitzschlag, Eisblock. Eis ist Eis. Eis ist Eis. La 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 la. Ja, okay, 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 okay. Funktioniert auch nicht. Wie komme ich denn jetzt an den scheiß Lava-Golems vorbei, außer ich renne vorbei? Ich will den aber regulär schlagen. Ist ja irgendwie blöd. Was habe ich denn noch an Zauber, die ich einsetzen könnte? Eispfeil. Wenn das jetzt das Rätsels Lösung ist, ne? Ja, sonst habe ich hier nur Beschwörungszauber. Grundsätzlich eine gute Idee. Angst, Feuerfall, Feuer, Regen, Feuer, Sturm, Untote vernichten, Eispfeil. Naja. Blitzschlag wird es auch nicht sein. Mittlere Wunden heilen. Sollte ich mir merken, dass ich die habe? Schlaf, Dämon beschwören, nein. Golem erwecken, ja, aber nein. Unwetter will ich jetzt für ein Einzelziel auch nicht einsetzen. Kugelblitz. Eispfeil habe ich jetzt auf 5 sitzen. Na, probieren wir's. Wow, sind 5 Schaden, nicht so viel auf einmal. Wisst ihr was, ich hatte doch eh gespeichert. Loaden, loaden, loaden. Loaden, loaden, loaden. Aha. Dann machen wir die Low-Budget-Variante. Wow, hör auf. Du großes, böses Monster. Ja, mit einer Hand kommen wir sogar besser zu Potter als mit allen anderen Möglichkeiten, die ich jetzt gezogen hatte. Durch über alles. Ich meine, Meisterdegen über alles. Warum auch immer. Und genau wegen sowas spiele ich nicht rein, Magier. Weil ich das von vornherein wusste, dass ich die Mechanik nicht so richtig im Kopf habe. 400 Erfahrungspunkte für den Blödsinn. Aber wir haben ein Herz eines Feuergolems. Und der gefällt mir gut. 400. Naja.
Die Feuerwarane möchte ich aber mitnehmen, allein schon, weil ich da noch einen Beutel liegen sehe und eine Schriftrolle. Und wer weiß, wofür die Schriftrolle gut ist. Speichern. Auf 2. Feuerwaran. Kriege ich so nur einen Platz? Vielleicht kriege ich auch nur einen angelockt. Nö. Kommen alle an. Ja, nee. Ich hab's ja doch gespeichert, oder? Spieladen. Lesson learned. Magie ist alles. 4. Feuerwaran, gute Nacht. Nächster Feuerwaran anhitten, der kommt solo. Solo ist gut. Mit einem Solo-Waran kommen wir klar. Hoffe ich zumindest. Ich dachte, das ist ein Feuerriese. Scheinbar nicht genug. Der macht immer noch zu viel Schaden. Wow. Habe ich nicht mit gerechnet, dass das doch so knackig wird. Da ich ins Overheal gehen muss, auch nicht. Bleibst du stehen? Wundlerfleisch, Lederbeutel. Wolfsfell, Wolfsfell. Schale, Wolfsfell. Ich dachte, da wäre noch was anderes. Aber Wolfsfelle nehme ich auch mit, selbstverständlich. Dann mache ich euch beiden noch leer. Auch wenn da nicht viel drin sein wird. Einmal hochheilen. Speicheritis. Und weiter umgucken. Ja, ihr seid ein paar mehr. Ich weiß ja, wie ich euch Platz kriege. Ich habe 2 Möglichkeiten dafür. Fürs Gewitter haben wir jetzt nicht genug Mana. Und der wird auch nicht reichen. Der Feuerregen, den finde ich zu overpowered. Besonders, weil wir noch nur einen davon haben. Aber ich habe auch jetzt... Warte mal, ich habe ja zwar jetzt nicht genug Mana, aber ich kann ja trotzdem was hochfuttern. Goblinbeere, warum habe ich noch eine Goblinbeere übrig gehabt? Waldbeere, Lebensbonus, Lebensbonus, Mana-Bonus, Feuernessel. Reicht genau. Dann probiere ich sie mir trotzdem zu snacken. Nicht mit Blitzschlag, mit Eisblock und Degen. 4 Stück. Ja. 1, 2. Ja. Ich habe sie auf jeden Fall angehittet. Nein, ihr trefft mich nicht. Steckt die Waffen weg und lauft wieder weg. Brave Echsenmenschen. Zumindest aktuell. Mal gucken, wie lange noch. Wo habe ich meine Tränke versteckt? Da sind sie. 75er passt schon. Wow. Komm, einmal vollständige Regeneration. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das so reinhaut. Absolut nicht. Da spielt man mal mit ein paar Echsenmenschen. Dann geht das so aus. Warum sind die auch alle auf einmal gekommen? Vielleicht sollte ich da doch reinrennen mit einer Feuerwelle, oder? Ich orientiere mich erstmal nach da rechts. Alter.
Wer rechnet denn mit so einem Blödsinn? Von so einer Horde auch noch. Also ich ganz sicher nicht. Sackgasse? Nee, keine Sackgasse. Und so ein Drache wird oben sein. Und hier geht's hoch. Um die Echsen kann ich mich später noch kümmern. Heilkraut, Heilkraut. Toter Drachenjäger. Und wieder ein Feuerele. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich nehme um 12:30 nachts auf. Nö. Komm doch her, wenn du dich traust. Komm. Oder muss ich mich trauen? Ja. Nur fliegen ist schöner. Oder sterben ist schöner. Spielladen. Das muss auch anders gehen. Definitiv. Gut. Er zwingt mich dazu. Er zwingt mich dazu, mal andere Sitten aufzuführen. 20. Ging auch. Aber Tobt-Mobben wird nicht funktionieren. Das wird auch nicht funktionieren. Eiswelle auch nicht. Das ist, steht jetzt schon so fest wie Arm in der Kirche. Skelett erschaffen. Ich habe davon ja noch ein paar Rollen. Nein. Burg, nein. Unwetter, nein. Skelett. Eins. Zwei. Drei. Na komm, noch ein viertes. Das passt schon so. Blitzschlag. Und dann mal schauen. Echsenmensch, freezen und laufen. Ich habe keine 40 Mana für den zweiten Echsenmenschen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen mit Timing arbeiten. Eigentlich Freeloot, totaler Freeloot. Da ist nichts zu holen. Aber ich kenne mich. Und dann ist das nicht mehr so Freeloot. Und ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe die alle verbraucht. Ich könnte noch einen Golem erwecken, aber will ich jetzt auch nicht. Nicht dafür. Gib mir Mana, 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 dip, di, 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 di. Auch wenn ich so viel rausgeballert habe, das speichere ich trotzdem ab. Es ist ein kleiner Fortschritt. Es wäre so geil, wenn du einfach hier runtergelatscht kommen würdest, ne? Und nicht feuern würdest. Komm einfach runtergelatscht, komm. Stell mich nur hier um die Ecke, komm ran. Ja, komm ran. Trau dich. Hallo, hier bin ich. Du sollst nicht feuern, du sollst rankommen. Na, vielleicht geht's auch trotzdem so. Hauptsache, der kickt uns nicht vom Berg runter, dann ist alles gut. Und dass der Meisterdegen für so einen Feuergolem ausreicht, haben wir ja schon bewiesen. Irgendwie ist mir das Ganze hier zu heiß. Und der rutscht immer weiter nach oben. Jetzt ist er festgepackt an so einem Holzstamm. Geht dann natürlich deutlich schneller und danke für das Herz. So, da ich einen Fortschritt gemacht habe. Die Zielsetzung steht so oder so. Tu nicht so, als könntest du mich besiegen. Du Echsenmensch. Nichts zu holen. Ja, und da von meinen Skeletten die Zweihänder. Da ist nichts zu holen. Heilwurzel. Speichern.
So, und hier konnte man, wenn man Bock hat, hier oben abkürzen. Oder sich erst an den Schätzen vergreifen. Die Idee gefällt mir. Edles Langschwert, Lederbeutel. Lederbeutel, Eschenbogen. Was ist das? Das Schwert gefällt mir, das möchte ich haben. Schatulle. Ich nehme trotzdem alles mit, was ich mitnehmen kann. Schwarzes Erz, das gefällt mir tatsächlich auch. Aber hier ist das Schätzelein. Da ist das Drechelein. Das ist ein komisches Deutsch. Drechelein. So, den Schatz haben wir. Die Drachenjäger wären stolz auf uns. Aber ob ich wirklich die Abkürzung dann nehmen muss, möchte ich jetzt auch noch rausfinden. Ich denke nämlich nicht, dass ich das muss. Der sieht mich, er kommt ran, wollte ich gerade sagen. Hallo? So, jetzt habe ich sie bald eingeschließt und Safety first. Ich will einfach die Erfahrungspunkte auch nicht liegen lassen. Das ist mein Manko. Ich lasse schon genug Erfahrungspunkte über nirgends liegen. Da muss ich die nicht auch noch liegen lassen. Hochheilen. Mana hochheilen. Wichtig. Auch wenn ich wieder im Overheal bin. Speichern. Oh, da sind noch so ein paar Echsen. Treffe ich euch von hier? Wie viele kommen denn dann? Kommt dann nur noch einer? Dann passt das. Und ich weiß, andere Gothic-Tuber, die sind nicht so vorsichtig wie ich. Die hätten sich schon längst mit dem Drachen angelegt. Und hätten auch von ganz anderen Stellen schon sehr viel mehr Erfahrungspunkte wie ich rausgeholt. Irgendwie sowas in der Richtung. Ihr wisst, was ich meine. Speichern. Kann doch nicht mehr allzu viel sein, wenn überhaupt hier noch ein Gegner kommt. Ja, okay, da kommt noch einer. Sogar zwei. Lass mich mal kurz hier hoch. So, kriege ich euch von hier aus anvisiert? Jo. Aber ich habe zu viel Pfeilresi. Dass noch nicht mal White Hits wirklich wirken. Na, lass mich in 75 einschmeißen. Nicht Blitzschlag, Eisblock. Echsenmensch 1. Echsenmensch 2. Jetzt muss ich hier runter. Lasst mich bitte. Danke. Alter. Ich dachte, ich hätte euch beide eingefroren. Spiel laden. Hehe. Dann denkt man, man hat beide eingefroren und dann hat man nur einen eingefroren. Geil. Richtig geil. 75er. Dispost. Dispost. Und da ich ja weiß, dass da wieder zwei Stück sind, kann ich den ersten freezen. Der zweite kommt ran, wird gefreezed. Und dann passt das. Und warum sollte ich diese 700 Erfahrungspunkte liegen lassen? Ganz ehrlich. Nichts zu holen. Da ist unten die kleine Armee von diesen Echsenmenschen doch deutlich gefährlicher. Da ist er, der Feuerdrache. Ich lege
Die Schriftrolle an, die wir brauchen. Dämon. Dämon. 8. Muss ich mir merken. Ganz wichtig, die 8. Noch einmal. Noch einmal. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Einen? Du bist der Dritte. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Das ist das Traurige an dem... An dem Auge Innos. Wer bist du? Wo ist dein Hort? Wir stehen drin. Den Meister bezwingen. Das ist das Sinnvollste, was man fragen kann, denke ich. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Hab ich doch, oder? Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Das kriegen wir hin. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Das kriegen wir hin. Gibt es noch irgendwo Matt? Ich glaube, der folgt uns freiwillig in den Tod. Wo ist dein Hort? Das ist die blödeste Frage überhaupt und ich stelle sie jetzt. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Haha, ich hab ihn schon erreicht. Ich hab dein Hort schon geplündert, du blöder Drache. Nicht mal darauf kannst du aufpassen. Wer bist du? Mein Name ist Feomata und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Ja, damit hat er selbst bestätigt, er ist der Feuerdrache. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Na, er hätte mich nicht treffen dürfen. Ich denke mal, der Dämon sollte das trotzdem packen. Ohne, dass ich mich einmische. Ich darf mich halt nur nicht treffen lassen. Und ich sollte mich einmal allgemein hochheilen, wenn ich einmal dabei bin, ne? Der Tanz der Drachen. Alter, wie wär's, wenn du mal triffst? Den nervigen Drachen oder muss ich dir helfen? Wie viel hatten wir unser Dämon noch? Ich hoffe genug. Oh.
Ich will ja nur helfen. Das fliegt nicht dauernd weg. Mein Dämon will doch nur ein bisschen auf Bälle rücken. Warum fliegt der dauernd weg? Der nervt so richtig übel. Blitzschlag auf Wow, der hat den Dämon platt gemacht. Nee, oder? What the heck? Ist das eine 50-50 Angelegenheit oder wie? Ich hab doch nur den einen Dämon. Spiel laden. Wir müssen das ganze Gequatschen nochmal machen, aber dieses Mal kann ich schneller durchklicken. Kann ich erst den Dämon rufen? Naja. Lassen wir's. Ja. Den Hort haben wir. Wir haben jetzt alle Infos. Das Auge hat seine Kraft verloren. Dämon. Dann lass ich ihn vielleicht doch mal raus. Und guck mal, ob der Dämon das doch so schafft. Vielleicht beschwöre ich noch ein bisschen was. Ein paar Goblins oder so. Das hört sich sogar nach einem Plan an. Oh, Gewitter raus. Wo habe ich die Goblins? Da. 7. Klar muss ich wieder hochheilen. Jetzt kann ich aber nochmal 30 Goblins einsetzen. Die können den Toten machen. Ach, bin ich blöd. 4, 7, 7, 7, 7. Ah, der Drache ist down. Geht ja doch. Hallo. Danke für das Herz. Ein jeder hat ein Herz. Und der Dämon verkloppt arme, kleine Goblins. Ich bin gespannt, ob ich noch einen Hort finde. Ja, wahrscheinlich eh nicht. Aber ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen um. Ich will mich nicht direkt zurück teleportieren. Hep. 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 Wo ein Mensch nur schwer drankommt. Also hier komme ich schon mal problemlos hoch. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, wenn man etwas wirklich semi-blind spielt, so gut wie nicht kennt, außer von Let's Plays. Und selbst die sind dann teilweise geschnitten. Und dann kommst du so als Neuling an, der wirklich noch alles Mögliche erkunden möchte. Oder vieles noch erkunden möchte. Der seinen dürren Hals riskiert, nur um so ein paar Zentimeter mal weiterzukommen. Ja, bei so einem Hort war ich schon. Eigentlich könnte ich mich jetzt auch von hier verziehen. Speichern. 2 Speichern. Drache Nummer 3 ist auf jeden Fall down. Das ist das, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Und ihr wisst alle, was nach Drache Nummer 2 kommt. Drache Nummer 3. Mache ich ihn jetzt direkt oder wenn ich einmal hier in der Gegend bin, gucke ich mich vernünftig um. Map. Ja, es gibt da noch so ein paar kleine Mistkerle, die ich platt machen möchte. Und da vorne ist noch Xar, das alte Turm, zu dem ich auch noch möchte. Na, ich laufe erstmal runter und dann überlege ich mir auf dem Weg dahin, was ich machen möchte. In einem Livestream mit einer entsprechenden Zuschauerzahl wäre die Entscheidung vielleicht etwas leichter. Aber selbst wenn ich einen Livestream starten würde, hätte ich nicht die nötige Zuschauerzahl.
Das habe ich schon bei anderen Streams gemerkt. Und um die Uhrzeit jetzt um 1 Uhr nachts auf den Dienstag werde ich definitiv nicht die Zuschauerzahl erreichen, die ich am liebsten hätte für so eine Aktion. Euch Freundchen knöpfe ich mir irgendwann mal vor, wenn ich noch Erfahrungspunkte brauche. Ich habe eh das Gefühl, als ob ich nochmal hier ins Minental müsste, Kapitel 5. Mich würde es zumindest nicht wundern, gib mir die Heilwurzel. Jö, da ist der Turm, ich sehe ihn. Und da will ich jetzt hin. Ich will. Speichern. Weil irgendwo reinrennen möchte ich jetzt nicht zwingend. So, ich glaube, hier war sogar der versunkene Turm von Xalas, oder? Da oben beim Wasser? Ah, Drachensnapper, ich habe dich gesehen. Tatsache, da ist der versunkene Turm. Oh, Lurker! Wie lange habe ich jetzt schon wieder keinen Lurker platt gemacht? 5 Sekunden. Noch mehr Lurker. Komm schon, geh sterben, du auch. Die Erfahrungspunkte willst du mir doch nicht nehmen. Liegt da was? Sah nur so aus. Oder ist der alte Turm von Xardas? Hat sich eventuell die Rüstung wieder da zurückgesetzt? Die dicke, fette, starke Rüstung. Das wäre geil. Das muss ich selbstverständlich überprüfen. Jetzt sag mir nicht, die Drachenjäger wurden selbst hier abgeschlachtet. Tote Drachenjäger. Von ein paar Varanen geschlachtet. Also von einem Varan und einem Lurker. Nee, oder? Never. Was für Flitzpiepen laufen bei den Drachenjägern rum, wenn die von einem Varan und einem Lurker platt gemacht werden? Die können ja dann gar nichts. Da vorne müsste das alte Kastell sein, da möchte ich jetzt aber nicht hin. Die Fische sind mir auch relativ unwichtig. Ich habe keine Ahnung, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Aber ich muss nachgucken. Ich sollte auch nochmal speichern. Truhe. Man kann offensichtlich nicht mehr tauchen. Spruchrolle, Trank. Zumindest das kann ich mitnehmen. Links, links. Rechts, rechts. Tim, 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 tim. Tim. Nochmal? Nö. Passt. Fisch, Schwefel, Mana-Essenz, Gold, geweihtes Wasser. Warum auch nicht? Ich habe mir mehr erhofft. Aber manchmal stirbt die Hoffnung zuletzt. Haben sie hier den Weg nach oben jetzt wenigstens dezent gefixt? Ich mach's mal trotzdem auf Nummer sicher. Fisch. Und speichern. Ich möchte immer noch zu Xalas normalen Turm. 10 Minuten habe ich noch in diesem Part. So, Pi mal Daumen. Da rechts ist irgendwo der Drachensnapper, mit dem ich mich nicht anlegen möchte. Stattdessen lege ich mich jetzt gleich wahrscheinlich mit irgendwelchen Dämonen an. Mich würde es nicht wundern. Ah,
kommt da wieder die magische Dreifaltigkeit. So, bei dir waren stumpfe Waffen angesagt. Komm ran, mein Bester. Trau dich. Muss ich mich trauen? Reicht doch nicht dauernd aus. Ich näher mich dir an, Junge. Auch wenn es ein bisschen dauert. Ich wollte mich dir annähern, nicht du solltest dich mir annähern. Hoch die Hände, Wochenende. Der Steingolem nervt, der Steingolem nervt. Lass dich einfach treffen, Junge. Du nervst doch nur. Hör auf zu nerven und lass dich treffen. Lalalala. Dein Kollege war einfacher zu schlagen. Will ich eine Sekunde noch warten, dass er den Arm hebt? Offensichtlich. Falsche Waffe. Jetzt ist es die richtige. Einmal wieder hochheilen. Das ist das Nervigste. Und ich werde shoppen gehen müssen, was Lebenstränke angeht. Och nö. 400, das reicht doch so nie. Spoilchen. Kann ich an dir vorbeireden? Ich probiere es jetzt aus, ich habe ja gespeichert. Ich habe so gar keinen Bock auf den Drachensnapper. Und hier hätte ich gar nicht lang gemusst. Noch geiler. Normale Snapper, Drachensnapper. Ich will doch nur zu dem Turm. Da ist das Türmelein. Warum habe ich das Gefühl, als ob ich hier schon war? Also jetzt nicht in diesem Kapitel, aber allgemein, dass ich hier schon war. Ja, ja, da ist er. Und hier war der alte Weg. Snapperkraut. Und ein Trank. Der Trank ist das Interessanteste. Ich glaube, irgendjemand haut mich da in den Rücken. Ja. Kommst du hier runter oder nicht? Nö, tu doch nicht. Dann kann ich erstmal den Trank einnehmen. Oder aufsammeln. Jetzt ist er doch runter. Saftsack. Kann ich mich hochheilen, ohne dass du mich direkt killst? Ja. Mein Tod hat mir noch ein Level abgebracht. Genau das, was ich doch in diesem Part noch haben wollte. Auch wenn das nicht so ganz die Zielsetzung war. Ich bin bis hierhin durchgelaufen, durchgelaufen, durchgelaufen und ich höre eine Blutfliege. Warum stehen die eigentlich hier um den Turm herum? In der Menge. Ja, ja, dass du erst anfängst zu feuern, war mir klar. Aber das heißt doch für mich nur, dass die irgendwas Wertvolles bewachen. Mana-Extrakt, dankeschön. Der Turm muss was Wichtiges beinhalten. Gut, dass du angreifst. Ich habe euch schon gehört. Egal. Wir haben den Feuerdrachen in diesem Part besiegt.
Wir haben ein Level-Up erhalten. Und haben jetzt rausgefunden, dass unsere vermummten Freunde sich hier für Xardas Turm brennend heiß interessieren. Was heißt das für uns? Im nächsten Part wird dieser Turm erkundet. Ist mir egal, ob das wieder Zeit frisst oder nicht. Ich hoffe, euch hat der Part soweit gefallen und ihr seid auch wieder das nächste Mal dabei. Bis dann, ciao und tschüss.